Was ist München ohne die Wiesen? So, habe ich ja schon letzte Woche gesagt, klingt für mich eigentlich wie ein Lied. Und ich habe immer wieder probiert, ja? Also, jetzt denken Sie erstmal, oh Mann, das ist ein Satz, der hat ja, da gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit der rhythmischen Zuordnung dieses Satzes. Ich habe den Satz nochmal, sagen wir mal, ein kleines bisschen bearbeitet, der klingt dann im Prinzip so. Was ist München ohne die Wiesen? So, jetzt sagen Sie auf den ersten Blick im Moment mal. Da ist ja überhaupt keine rhythmische Definition in dem Satz. Ist wohl, ja? Denn ich spreche Ihnen mal kurz mit. Passen Sie mal auf. Was ist München ohne die Wiesen? Ja? Im Prinzip ganz einfach. Nochmal für Sie zum Mitmachen. Was ist München ohne die Wiesen? Haben Sie verstanden? Haben Sie die rhythmische Zuordnung kapiert? Diese Nummer ist natürlich keine so billige Bierzeltnummer wie die von Gerhard Schröder. Sondern es handelt sich hier um hochintellektuelle Fusion-Soul-Funk-Two-Step-Musik. Ja. Ich spiele jetzt mal vor, wie das klingt im Zusammenhang mit einer modernen Club-Nummer. Passen Sie auf. Ja, pass auf. Hören Sie genau hin. Achtung jetzt. Was ist München ohne die Wiesen? Achtung! Was ist München ohne die Wiesen? Was ist München ohne die Wiesen? Was ist München ohne die Wiesen? Haben Sie verstanden? Ganz einfach, nominiert für den Rat der Woche für seine fantastische Fusion-Funk-Soul-Two-Step-Nummer Roberto Blanco, heute Abend bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Roberto Blanco! Ja, du hast diesen weltbewegenden Satz gesagt. Ich wiederhole nochmal. Was ist München ohne de Müll, ohne de Müll, ohne de Wiesen? Ja? An dem Moment, wo ich das sagte, habe ich an dich gedacht. Ja, weil ich wusste, du bestimmt etwas damit machen. Ja, genau. Glaubst du, du bist schon so weit, dass du es jetzt hier schon performen könntest mit aller Inbrunst? Okay. Okay, dann stellen wir uns mal vorne hin. Dann hänge ich mir das mal um hier. Ja. Viele von Ihnen werden jetzt sagen, wow, guck mal, was hat denn der Raab da oben im Hals hängen? Der sieht ja aus wie Dieter Bohlen früher. Ja. Hatte immer Dieter Bohlen so einen Teil. Oder war es Thomas Anders? Ich weiß nicht, einer von beiden. Okay. So, pass auf. Und wir haben eine kleine Überraschung für dich, denn wenn das Lied losgeht, ja. Wir wollen natürlich nicht alleine, dass du so eine Dance-Nummer hier vorführst. Wer kommt? Dann haben wir eine kleine Überraschung für dich. Okay. Dann geht's gleich los. Achtung, okay. Der Anfang. Bewegt. So. Was ist München ohne die Wiesen? Was ist München ohne die Wiesen? Was ist München? Oh ja! Gib it! 1, 2, 3, 4! Was ist München ohne die Wiesen? Ohne die Wiesen. Ohne die Wiesen. Was ist München? Oh yeah. Ich werd wahnsinnig.